Dem können wir schon gar nicht mehr reden. Ich glaube da nicht dran. Und es wird noch viel schlimmer. Müssen wir jetzt der Stadtwache das wieder erzählen oder sollten wir mit Martin wieder darüber reden? Ist das so das, was Martin jetzt hören will? Der wollte doch nur das von den Händlern hören, meine ich. Und steht der hier nicht. Zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Aber mit ihm fortgespült wurde. Wie ist die Lage? Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dafür sorgen, dass diese Stadt nicht zum Sündenpfuhl verkommt. Alles ja toll. Ein Schmacko 40. Ich weiß auch nicht, was wir unten für neue Informationen hätten. Hey du, da bist du ja wieder. Da bist du ja wieder. Du wolltest Pilze. Ich habe hier ein paar Pilze. Die sind zwar nicht so gut wie... Dem könnten wir auch noch 5 kaufen und die essen. Für Permasets eigentlich okay, oder? Machen wir mal. Macht der so viel Bier? Tab. Einfach Tab für Inventar, ne? Ah, ich weiß nicht. Mir kommt schon so vor, als hätten wir schon genug gegessen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wer sagt denn sowas? Er hat auf die falschen Leute gehört. Mal mit dem kurz schnacken. Wenn es bei dem auch nicht weitergeht, dann keine Ahnung. Ne? Also da steht ja auch in der Quest nichts. Piratenhandel. Altram, da müssen wir mal gucken, wo der chillt. Gavel, die Vermissten, hier. Ist einfach nur Auflistung. Waffenhändler. Fernando, der Überseehändler, hat selbst zugegeben, Waffen an die Banditen. Die Banditen belagern die Verbindungsstraßen zwischen den Haftstätten und Bauernhöfen. Bei ihnen könnten Hinweise zu finden sein. Oder wir haben da noch was nicht gefunden. Keine Ahnung. Oh lol, was war das? Jesus, was ist da passiert? Ja, da wird mal ganz schnell gespeichert. Der erzählt dich gar nichts mehr. Das darfst du keinem erzählen. Von mir erfährt keiner was. Ach, erzähl mir nicht sowas. Der Pfad der Toten ist lang und steinig. Werden das immer mehr? Chillen da vorne einfach alle? Dann zeig mal her, was... Diesen Degen habe ich bei den... Außerdem hat Fernando, der alte Händler... Und? Was noch? Das ist alles. Ist ja schön, da... Ich werde mich doch nicht bei Lord Hagen lächerlich machen. Nee. Keine Ahnung. Da muss noch irgendwo unterwegs zwischen den Verbindungen noch irgendwo ein Banditenlager auch sein. Mit Hinweisen. Dass ich jetzt auch nicht auswendig kenne. Perfekt. Keine Ahnung. Gut. Ich würde mich da nicht einmischen. Das ist doch alles nur Gerede. Schlimme Zeiten sind das. Das hätte er auch selbst. Das ist wirklich nicht mein Problem. Was du nicht sagst. Ich habe mir das schon gedacht. Warum hört er eigentlich? Das wundert mich nicht. Ich kann das nicht glauben. Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Naja.
Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Meinst du, mir geht es besser? Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Und selbst dann nur eine einzige. Genauso wie du sagst. Ich möchte eine kaufen. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Und selbst dann nur eine einzige. Toll. Brian. Genauso wie du sagst. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Die Probleme habe ich kaum. Toll. Das freut mich für dich. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das ist doch lange bekannt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ja, check ich nicht, warte mal. Haben wir denn... Nee. Dexter, du Mistkerl. Auf kurz und lang müssen wir einen Weg über die hohen Berge im Nordosten Kurines finden. Die Piraten machen die Überfahrt sicher nicht. Also das hier ist ja der Beweis für die vermissten Leute. Ich check nicht, warum wir diese Quest nicht abgeben können. Irgendwas habe ich verkackt. Oh, dann ist schon wieder die Map geöffnet. Was gibt's denn noch? Steckbrief. Oh na. Jetzt hab ich schon wieder die Map geöffnet. Ups. Karte. Oh. Tja. Reines Mana. Das Schreiben haben wir dem ja schon gegeben, ne? Zwei Runensteine haben wir noch, stimmt. Drei Kronstöcke. Nee, leider kriege ich da gerade gar keinen Kopf dran an diesen Waffenhändler verschwundenen Leute-Ding. Wir könnten nochmal zu Skip gehen, in der Hoffnung, dass der irgendetwas Neues sagt. So als Last Try und dann machen wir irgendwas anderes. Ich weiß nie, ob ich in die Häuser gehen darf, deswegen vier. Also eigentlich darf man das ja nicht immer, aber... Was suchst du hier? Geh! Ja, warte. Warte. Du hast gut geschlafen, ist das gut. Oh, warte. Wer jetzt schon. Achso, okay, ja. Kluges Kerlchen. Jo. Danke. Es gibt halt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich sehe halt nicht so, wo das Problem für Martin ist. Was für ein Beweis der mehr braucht als eine Zusage von jemandem, dass er es macht, halt. Was für ein Beweis braucht man halt mehr. Also es war ja der Händler. Und wegen den verschwundenen Leuten haben wir halt einen literally einen Brief, wo drin steht, dass es von Raven kommt. Der Befehl. An Dexter, den wir umgebracht haben. I mean, damit müsste das ja auch geregelt sein, ne? Wir werden es herausfinden.
Jetzt fehlt auf jeden Fall noch hier. Fangen wir wieder bei 1 an. Kennst du jemanden mit einer Augenklappe? Ich kenne eine Menge Männer mit Augenklappe. Da gibt es so jemanden, der über das Land von Korenis läuft und der scheint dich gut zu kennen. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Männer, mit denen ich zu tun habe, sind keine Landratten. Aber... Hör schon auf, mich interessiert das wirklich nicht. Toll. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt... Cool, die einzige neue Information, die wir für ihn hatten, hat er abgestritten. Dass ihn das nicht interessiert. Dass wir dem seinen Kollegen kennen. Immerhin haben wir 100 Erfahrungen dafür bekommen. Naja. Gut. Oder auch nicht so gut, ich weiß es nicht. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? Ne, wir gehen da vorne hoch. Bei dem Paladin da hinten wird auch nichts mehr sein. Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Okay, aber was willst du da? Ich bekam von Nefarius den Auftrag, nach weiteren Ornamenten zu suchen. Eine Stelle, an der ich suchen soll, ist mitten im Wald. Ich verstehe schon. Der ist dir alleine noch zu gefährlich, was? Ja. Kein Problem. Sag mir, wann du los willst. Ja, jetzt. Das habe ich schon immer. Ich brauchst du das nicht. Okay. Okay, lass uns gehen. Wohin? Zu Onasso, schon wieder. In den dichten Wald im Osten. Dann wollen wir mal. Folge mir. Yeah, boy. Geil, dann hilft uns sogar noch wer. Ich hoffe, bei dem kriegen wir auch gescherte XP wieder. Wir müssen auf jeden Fall die Waage pullen, die da sind, dass der die macht. Und natürlich der Steindude, den zu dem führen, zum Laris. Und Innos, in seiner Weisheit... Ich weiß gar nicht, was der für eine Waffe trägt. Hoffentlich macht er damit genug Damage. Ich habe was anderes gehört. Ich glaube da nicht dran. Das ist ja schrecklich. Er erzählt alles weiter. Ich habe es selbst erlebt. Er geht rechts rum und dann oben links. So, so. Ist ihm links rum wohl zu gefährlich. Geil. Haben wir sogar auch beides freigeschaltet, wenn wir das jetzt reibungslos hinbekommen. Ja, kann man ja eh nicht blocken. Nein, nein. Boah, ich dachte gerade, jetzt geht er da einfach steil den Berg hoch. 90 Grad Winkel, da kennt er nichts. Hast du dir das mit dem Wald auch gut überlegt? Willst du da wirklich rein? Ja, ja. Nein, ja, du kannst wieder gut gehen. Mein Freund. Dann folge mir. Jetzt wird's eklig. Ja, jetzt erstmal noch nicht. Ja, am Anfang habe ich ja auch alles geklärt. Also so eklig kann es hier gar nicht werden. Außer es ist gerespawnt bei diesem Respawn-Ding. Oh, liegt da was? Ne, okay. Hallo, nicht weglaufen.
man für euch nicht erst einfach was heller stellen eigentlich? Einstellungen? Video? Helligkeit. So. Kontrast macht es auch einfach nur heller. Okay. So. So? Ich sehe das halt auch immer so dunkel aus. Will ich nicht. Kurz testen, ob wir Erfahrung bekommen. Ah ja, der hat ja auch eben den Goblin gekillt, ne? Ja, sehr gut. Eine Höhle. Warte kurz. Den Blauflieder hier nehme ich noch mit. Das ist spaßig. Jetzt einen Wolf, wo nichts zu holen ist. Jetzt warte doch mal. Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Plus 5 Mana, endlich. Holy shit. Hat das lange gedauert. Blaublieder und anderer Stuff. Oh, wait. Heilwurzel. Ich habe wirklich, dass wir den Zettel, den wir für 1000 gekauft haben, nicht nur volles Mana ist, weil das ist halt, wäre wirklich wack. So einfach plus 5 Mana immer oder so. Hallo? Hier ist der Steinkreis, ne? Ja, dann machen wir zuerst den Steinkreis. Eins. Zwei. Drei. Laris! Oh, warte. Ja, okay. So, den Rest wirst du hoffentlich alleine schaffen. Ich gehe dann wieder. Ja, cool, danke. Immerhin das schon mal. Die Waage sind damit immer noch nicht beseitigt, ne?
Gott. Wir haben keinen Mana mehr. Ja. Das sollten wir schon mit Mana starten. Ding. Hallo. Oh lol, er greift trotzdem leider uns an. Müssen wir das doch anders machen? Müssen wir doch mehr Goblins machen? Okay. Vergiss die Armbrust von dem nicht. Aber lag die nicht... Haben wir die nicht geholt? Ist die... Wo hier in der Nähe liegt die auf jeden Fall. Ich will aber erstmal die Waage jetzt töten. Oh. Aber wir haben keine Fischsuppe machen lassen. Ja, bester Moment, um zu speichern. Ja, perfekt. Nee, keine Chance. Gegen die. Es ist so krass, ne? Wie viel Schaden die machen. Ich kann halt auch nicht sowas wie diese Eiswelle einsetzen, weil wir die, wenn überhaupt, als halt sehr gerne zu einem Spell machen wollen würden, den wir in einem Runenstein haben, weil die halt. Ja, machst du halt einmal und dann kannst du halt irgendwas anderes machen, ne? Der Rest macht halt einfach nicht genug Schaden von uns. Wie machen wir das jetzt am sinnvollsten? Mal den Dämon aus Spaß ausprobieren. Der ist wahrscheinlich dann der Giga-Overkill. Den wir nicht gekauft haben. Nee. Mal sowas ausprobieren? Ich meine, es sind nur 300 Damage, aber... Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Oder das. Sturm. Ist das so eine Welle um einen herum? Ah, ich hätte 7 laden müssen. Ja, cool, das war ja trotzdem nicht viel erfolgreicher. Aber 7 laden. Oh, warte, da beschwören wir aber gerade Dings. Ja.
Der hat nicht getroffen. Nein. Haut ihn weg. Nein, 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 nein. Ja. Sehr gut. Geil, danke. Ja, bringt das wenig Leben. Noch so zu uns. Was hier? Ja, mit dem Mana machen wir gerade den Mana-Trick. Hä? Ich dachte, wir hätten. Achso, wir haben den ja eben in dem anderen Spiel schon erst angezogen. Ups. So. Fangen wir wieder bei 1 an. Ist jetzt ja passend. So, die schweren Äste. Ah ja. Hallo, meine Erfahrung. Och nein. Ja, keine Chance. Och Mann. Kommt einfach die Skelette vorbei. Was soll denn der Quatsch? Na gut, dann nicht. So ein Skelett ist halt nochmal was anderes wieder. Da müssen wir auch wieder mit einer Goblin-Armee rein. Muss ja jetzt nicht sein. Oh. Hier. Oh. Ja. Ja. Ja, hier ist eine Höhle, ich hab's gehört. Bisschen die Sounds wie bei, was hat Endor bei Star Wars? Von dem Wald her. Hast du die gerade?